Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch kurz etwas über die Datei- und Ordnerstruktur unter einem Debian Linux. Dazu gehen wir hier unter Orte, Rechner. So, hier schauen wir uns nun das Dateisystem an. Dazu zu sagen ist vielleicht, in dieser virtuellen Maschine mit Debian haben wir genau eine interne Festplatte verbaut, die auf mehrere Partitionen aufgeteilt wurde. So. Hier sind wir jetzt nun im Wurzelverzeichnis in der Root. Das sehen wir hier am Slash. Wichtig, unter Linux wird ein Ordnerpfad, ein lokaler, nicht mit Backslash getrennt, sondern mit einem Slash. Ich kann hier jetzt die Ansicht noch verändern. Lass das aber mal auf Liste. So, im Ordner bin verbergen sich grundlegende Befehle, die man hier unter Linux so auf der Kommandozeile auch brauchen kann. More zum Beispiel, Nano, verschiedene Programme, die man aus der Bash heraus aus der Kommandozeile starten kann. Unter Boot findet sich der Grub Bootloader und die ganzen Bootdateien, inklusive Anpassung je nach Sprache. Hier finden wir auch den Kernel. Den sollte man logischerweise nicht unbedingt löschen. Unter Dev für Devices finden wir die einzelnen Gerätedateien. Es gibt unter Linux einen Unterschied zu Windows. Hier wird quasi jedes angehängte, eingebundene Gerät als Textdatei angelegt. Und hier findet man jetzt zum Beispiel, wie im anderen Video gezeigt, für die erste Festplatte die jeweiligen STA-Dateien, die für jede Partition quasi stehen. Wir sehen hier auch noch andere Dateien für CD-ROM, für Core, CPU und so weiter. So. Hier oben kann ich eine Ebene nach oben gehen ins Root-System oder ins Root-Verzeichnis. So, der nächste Ordner hier steht nicht für etc., sondern hier sind Konfigurationsdateien drinnen für verschiedene Programme. Zum Beispiel Bind wäre ein DNS-Server unter Linux und andere Dinge, wo wir hier Konfigurationsdateien finden. Diese Konfigurationsdateien kann ich fast alle mit einem Texteditor nach Belieben öffnen und auch ändern. Das ist ein Unterschied zu Windows. Hier kann ich direkt sozusagen alles in einer Textdatei ohne grafische Oberfläche sofort ändern. Das nächste sind die Home-Verzeichnisse. Hier unter Home findet man für jeden Benutzer, ich bin hier gerade der Administrator, die einzelnen User-Daten und User-Verzeichnisse. Unter dem nächsten Punkt, unter Library, finden wir Programmbibliotheken. Das ist quasi das, was man als DLL von Windows kennt. Hier werden einzelne Funktionen in DLL-Dateien ausgelagert, die dann zum Beispiel von mehreren Programmen gemeinsam genutzt werden können. Dies ergibt einen Ressourcenvorteil und man muss nicht alles neu programmieren. Ich kann zum Beispiel hier auf einen Öffnen-Dialog direkt unter Windows zugreifen und hier festlegen, dass der Öffnen-Dialog von jedem Programm aus genau gleich aussieht. Diese gibt es natürlich für 32 und 64 Bit. Unter Media haben wir die Mount Points für Wechseldatenträger, wenn ich zum Beispiel ein CD-ROM-Laufwerk einbinde. Diese werden hier als Ordner eingebunden quasi, direkt im Filesystem.
ohne einen Laufwerksbuchstaben im Unterschied zu Windows. MNT wäre Mount für einen temporären Mount Point. Opt wären für große oder kommerzielle Programme, würden hier beispielsweise installiert werden. Unter Proc finde ich einzelne Prozessinformationen. Hier kriegt quasi jeder Prozess eine eindeutige Prozess-ID, eine eindeutige Identifizierungsnummer, unter der ich einen Prozess identifizieren kann. Das ist das, was man hier sozusagen sieht. Unter Root ist das Home-Verzeichnis von Benutzer Root. Auf das kann ich jetzt natürlich logischerweise nicht zugreifen. Unter SBIN finden wir grundlegende Tools für die Systemverwaltung, die wir hier finden. Unter SRV wie Service finden wir sozusagen Daten von Serverdiensten, die jetzt nicht installiert sind, wie Webserver, FTP-Server und so weiter. Unter Temp finden wir verschiedene temporäre Dateien. Unter USR sogenannte Unix Specified Resources. Das dürfte ein Überbleibsel sein aus vergangenen Tagen. Und unter var quasi variable Daten wie Logfiles, Mail und Spool-Dateien, wie man hier sieht. Die Tilde, die man hier oben sieht, ist quasi das Zeichen für das oberste Hauptverzeichnis dieser Partition. Das wäre quasi wie C unter Windows.